Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, von Petwoman. Das bin ich, Patricia. Und ich dachte mir, wir machen heute was sommerlich Frisches, Leichtes, was schnell geht. Also so ein perfektes Mittagessen. Und was du dafür brauchst, ist einmal Römersalat oder am besten so Salatherzen, wo du die Blätter dann so abmachst, sodass du die dann ungefähr so hast. Die können auch kleiner sein, die können größer sein, die können Löcher haben, das ist eigentlich wurscht. Die dienen uns so ein bisschen als Schaufel, ne? Dann brauchen wir noch ein bisschen Gemüse. Da kannst du gucken, was du im Kühlschrank hast. Das kannst du nehmen. Brokkoli, Pasta, super. Kohlrabi, Paprika, Karotte. Ich habe jetzt noch Tomaten, Gurke und Avocado. Und dann als Proteinbasis nehme ich Räuchertofu. Und mit dem fangen wir jetzt auch an. Der muss ja ein bisschen köcheln. Dafür, ich habe so einen Block vom Aldi, vom Lidl. Das sind, glaube ich, 175 Gramm. Den halbiere ich einmal in der, also so längs. Und dann mache ich den in so, ja, kleine Würfel. Also, ja, kleine Würfel ist auch ein bisschen übertrieben, aber in so, dass die ungefähr so sind, ne, von der Größe. Sieht man das? Ja. Dann ist immer wichtig, eins zu probieren. Anbraten. Da tue ich heute richtig fancy mit Sesamöl, weil ich da richtig Bock drauf habe. Und als Soße, so für oben drüber, nehme ich Granatapfelsirup, weil das auch so richtig schön frisch ist. Was du auch super nehmen kannst, wenn du es noch da hast, ist so einfach eine Zitrone oder Limette einfach so drüber. Und es langt eigentlich dann auch schon. So, das schmeiße ich jetzt hier rein, weil das kann jetzt anbraten. Das hört man ja dann. Und dann kümmern wir uns jetzt mal um das Schmäus, ne? Ich nehme drei Tomaten. Die langen. Ne, zwei langen auch. Zwei sind auch mehr als ausreichend. Jetzt fängt es so langsam an zu brutzeln. Wir nehmen jetzt schon mal die Hitze runter, damit uns das nicht komplett verbrennt. Ich hatte jetzt in der Zwischenzeit schon mal meine Salatherzen gewaschen und die so hintrapiert, weil das kommt dann einfach nur hier so drüber. Das sind wie, ich mache das wie so Wraps, aber ist halt nur kein Wrap so. Ist eigentlich wie ein Salat, nur auch ein bisschen anders. So, die Gurke, die mache ich auch in so kleinere Würfelchen. Also auch die Tomaten, die mache ich auch einfach, die halbiere ich, viertel ich und dann mache ich noch mal, schneide ich die auch noch mal klein. Sollte alles ungefähr eine gleiche Größe haben. Sagen wir es mal so. Vielleicht ein bisschen einfacher, ne? Okay, dann haben wir auch noch die Avocado. Die schneiden wir auch auf. Und die machen wir auch in so kleine. Wir machen alles in so Salsa-Würfelchen. Jetzt packe ich hier schon mal so die ersten Sachen drauf. Werbung. Okay, solange hier noch der Tofu am Brutzeln ist, der ist aber auch gleich schon fertig und dann ist eigentlich auch das Essen schon fertig. Dachte ich mir aber, auch ganz ehrlich, ich mache mir jetzt eine Zellharmonie. Und jetzt fragst du dich, bitte was? Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, weil was man über, also das sind keine Tabletten, sondern das nimmt man über das Getränk zu sich. Also man rührt sich das an, ähnlich wie ein Proteinshake, sage ich jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Man sieht es hier. Ist reich an wunderbaren Vitaminen und Mineralien, wie zum Beispiel Vitamin B1, B2, B12, Vitamin A, C und so weiter. Dann hat es die Mineralien Zink, Eisen, Chrom, Kupfer, Selen. Also alles, wo auch, also die ganzen, wie sagt man, schwierigen Vitamine und Mineralien, wenn man sich vegan ernährt, werden hiermit wunderbar abgedeckt. Trotzdem bitte immer zum Arzt gehen und die Blutwerte checken lassen und einfach in gewisser Form sich, ja, wie das Auto, was man alle 2 Jahre zum TÜV fährt, solltest du auch jedes Jahr zum Arzt gehen und dich einmal checken lassen, damit du weißt, hey, ist alles cool. Aber das unterstützt dich und wenn du das im täglichen Gebrauch, also der Beutel, ich habe den jetzt schon länger, ich habe auch hier noch, ich versuche es jeden Tag zu nehmen, aber es gelingt mir auch nicht. Davon bricht sich keiner einen Zacken außer Krone, es ist völlig in Ordnung. Es geht eigentlich eher darum, dass du es halt regelmäßig einnimmst, beziehungsweise ich bin auch eine Freundin davon, es sozusagen als Kur zu benutzen, dass man sagt, okay, ich nehme es 3 Monate wirklich also konsequent jeden Tag und dann lasse ich es mal wieder weg, sodass der Körper einfach, ne, ein bisschen
wieder selber sich regulieren kann. Aber wenn man Zellharmonie täglich konsumiert, dann hat es die folgenden Vorteile und ich muss es leider vorlesen, weil ich es nicht auswendig kann. Trägt zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei, trägt dazu bei, die Zellen vor oxidativen Stress zu schützen, den wir alle haben, vor allem wenn wir in einer Großstadt wohnen, trägt zu einer normalen kognitiven Funktion bei, trägt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Ganz ehrlich, können wir momentan in diesen komischen Zeiten alle gebrauchen. Ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber ich bin momentan so krass müde. Also gar nicht mal müde im Sinne von mein Körper ist müde, sondern mein Geist ist irgendwie so unfassbar müde. Und trägt zu einer normalen zu einem normalen Energiestoffwechsel bei. Zellharmonie. Also, du findest unten alles nochmal in der Infobox. Ich schreibe dir das gerne zusammen mit meinem Affiliate-Link. Schaust dir an, guckst dir selber an. Bestellst vielleicht mal. Ich weiß, es ist nicht günstig, aber es ist wirklich richtig, richtig gutes Zeug. Und die zwei, die dahinter stehen, haben einfach auch das Herz am richtigen Fleck. Das ist mir immer sehr, sehr wichtig bei einer Kooperation. Und probier's aus. Trau dich. Probier's mal für einen gewissen Zeitraum aus. Das ist ja jetzt irgendwie nicht ein Abo, was man irgendwie für die nächsten 6 Jahre abschließt, sondern es ist einfach nur was richtig Gutes für deinen Körper. Du unterstützt deinen Körper damit. Wenn du eh schon ähnlich wie ich vieles richtig machst, wirst du im besten Fall gar nicht so viel merken, weil einfach schon vieles richtig läuft, aber es unterstützt einfach deinen Körper. Und deshalb schau gerne vorbei. Link dazu findest du unten in der Infobox. Und jetzt machen wir weiter mit dem Tofu, weil der riecht schon gut. Werbung Ende. Und der kommt jetzt auch einfach nur noch auf die Schiffchen drauf. Ich mach das mal aus. So. Und dann probieren wir das mal zu essen, ne? Ich weiß, dass das jetzt gar nicht mal so leicht wird, aber wer sagt auch, dass es alles immer leicht sein soll? Keiner? Wie viele Minuten habe ich noch? Naja. Aber es sieht ultra lecker aus. Boah. Ich bin gerade selbst begeistert davon. Ich hatte nämlich beim Lidl einen Römersalat oder Romanersalat gekauft. Heiß. Und eigentlich esse ich Salat so ungern alleine, aber jetzt dachte ich mir, es ist so warm, wobei jetzt ist es auch einfach nur noch schwül, es hat geregnet, es hat nicht abgekühlt, es ist einfach nur noch jetzt schwül und dann dachte ich mir, was möchte ich essen, irgendwas Leichtes und das ist es jetzt, sieht man es? Ja, man sieht es. So sieht es jetzt gerade aus, ich mache hier jetzt einfach noch ein bisschen Pfeffer drüber, der wird hier einfach so drüber gejuckelt, dann dachte ich mir, was lieben wir auch? Richtig, Sesam. Den machen wir auch noch drüber. Einfach auch so ein bisschen, damit es hübsch aussieht. Und wir wollten ja was Frisches. Und dann dachte ich mir, geil, ich habe noch Sumak. Ich weiß nicht, vielleicht kennt die eine oder der andere das. Ich behaupte, es ist ein türkisches Gewürz. Aber sagen wir einfach mal, oh Gott, das gibt's, egal. Ein orientalisches Gewürz gibt es in verschiedenen Küchen, unter anderem der persischen, der türkischen. Ich habe es durch die türkische Küche kennengelernt. Ist gar nicht wahr. War persisch. und ich liebe das sehr. Wir haben uns das jetzt aus der Türkei mitgebracht. Und das hat so einen leicht zitronigen Geschmack. Muss man mal gucken. Beim türkischen Supermarkt gibt es das. Ich würde behaupten, in Reformhäusern kriegst du das auch. Ansonsten kannst du es dir im Internet bestellen. Ich guck mal, wenn ich es finde, packe ich es dir unten hier in die Infobox. Das mache ich auch drüber, weil wie gesagt, das hat so einen geilen, frischen Geschmack. Das ist auch super einfach so über den Joghurt. Also wie gesagt, ich kenne das mit Manti, Joghurt, Sumak. Nehmen wir. Und dann habe ich hier noch den Granatapfelsirup. Den haue ich mir jetzt auch einfach hier so drüber, weil der gibt dem Ganzen jetzt auch nochmal so eine gewisse Frische. Und es sieht so geil aus. Ich bin gerade selber so krass begeistert. Lieben wir. Guck dir das an. Das schöne Schiffchen. Jetzt mache ich mir noch ein hübsches Thumbnail. Genau. Und ansonsten würde ich sagen, schau vorbei. Gerne auch bei Zellharmonie. Bestell's gerne. Wie gesagt, ich kriege eine kleine Provision. Da freue ich mich natürlich drüber. Ansonsten, wenn du Fragen zu Zellharmonie hast, auch gerne einfach entweder unten in die Kommentare rein oder schau bei Instagram vorbei. Dann können wir uns auch connecten. Kann ich dir auch noch mal ein paar Sachen zu sagen.
Und ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Schön, dass es dich gibt, schön, dass du da bist und pass auf dich auf.